Spoiler heavy. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler ahead. Markus, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert. Boah, dieses Intro ist so laut in meinen Ohren. Es haut mich um. Folge 61 dieses Mal. Oh ja, Folge 61. Wir sind wieder zu dritt natürlich. Wie in letzter Zeit fast immer. Elena ist richtig hoch motiviert dafür, dass sie nämlich jetzt die nächste halbe Stunde, 45 Minuten richtig reinhauen muss und dann sagt Adieu. Ja, Besseres zu tun. Fakten jetzt. Elena ist heute so vorbereitet, die ballert jetzt gleich alles raus. Genau. Absolut. Im Endeffekt, müssen wir es nochmal erklären. Ja, Spoiler Alert, Folge 61 hier auf Radio Chukuzi und auf myofb.de. Und iTunes und YouTube. Überall auf allen Plattformen, die es auf der ganzen Welt gibt, glaube ich bald. Alle. Irgendwann auch Spotify, wenn wir wissen, wie das geht. Filmsendung. Worum geht's denn diese Woche? Markus. Warum nicht Elena? Stimmt, na, komm, ich hau mal schnell hier raus. Wir reden über die wichtigsten Kinostarts und haben uns den Film Daddy's Home 2 als Anlass genommen, um mal über Twin-Films zu reden. Das heißt, wir reden jetzt nicht über Filme, wo Zwillinge vorkommen, sondern über Filme, die zur selben Zeit quasi rauskamen und einen verdammt ähnlichen Plot haben. Also ein sehr interessantes Phänomen. Was erschreckend oft auftaucht. Ja, also es ist ja nicht mal sowas wie, also es geht wirklich um zur selben Zeit meistens auch. Es ist nicht so, dass Fringe sagt, hey, Akte X läuft nicht mehr, wir brauchen was so ähnlich ist wie Akte X und dann gibt es eine neue Serie. Das sind wirklich Filme, die zur selben Zeit rauskommen und die einfach komplett identisch laufen. Und warum sprechen wir das diese Woche noch an Elena? Wegen dem Film Daddy's Home 2, der eben zur gleichen Zeit oder fast zur gleichen Zeit wie Bad Moms 2 rauskommt. Der Plot, wie wir es schon vor ein paar Wochen angesprochen haben, ist wirklich 1:1. Ist einfach einmal mit Müttern, die jetzt ihre Großmütter eben noch mit dabei haben. Und diese Woche sind es eben Väter, die ihre Großväter mit in den Film bringen. Und jedes Mal an Weihnachten. Eigentlich und jedes haben ihre Eltern dabei. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ist ja immer Bezug auf die Kinder. Ne? Ach so, ja. Die Kinder sind nämlich das Wichtigste auf der Welt. Richtig. Und ich finde auch ganz wichtig, dass wir die Frage beantworten, ob das denn von den Produktionsfilmen gewollt oder nicht gewollt ist, eben diese Filme zur gleichen Zeit rauszubringen. Manchmal glaube ich, ist es wirklich einfach so. Später. Okay. Ich habe Elena eine Antwort darauf. Neustart der Woche. Ja. Womit willst du denn anfangen? Achso, bevor wir Neustart, sollten wir vielleicht einmal ganz kurz, glaube ich, die vierte Woche in Folge, dass wir eine aktuelle Kinorezension bringen können. Dir sei Dank, du fleißiger Sneaker. Denn diesmal war ich im Kino, ich habe mir Flatliners angeguckt, Kinostart, den wir letzte Woche angesprochen haben. Erstmal den Spoiler, den wir letzte Woche angesprochen haben. Ellen Page stirbt früh im Film, ist so nicht richtig. Die nimmt schon den ganzen Film mit. Fast. Der Film ist interessant, einfachste Horrorkunst. Man sollte nicht zu viel erwarten. Es ist halt. Also der Trailer erzählt einem so ein bisschen mehr, als es sein sollte. Also es ist nicht wirklich dieses. Oh, was erwartet uns im Jenseits und was bringt das Ganze mit sich, wenn wir aus dem Tod wieder zurückkommen und sehen wir nur ein helles Licht und bla 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 bla. Der Film fängt vor allem an mit so ganz vielen Erzählungen, ich weiß nicht, ob die echt sind, von irgendwelchen Leuten, die halt sagen, was sie gesehen haben, als sie kurzzeitig tot waren. Der Film ist aber leider stattdessen nur, benutzt eben dieses einmal kurz ins Jenseits zu gehen, um danach zu so einem Klischee-Horrorfilm zu werden. Es ist in dem nichts Besonderes, er ist relativ banal, einfach, voraussichtlich. Es passiert nicht viel, was einen wirklich überraschen würde in dem Film. Ich finde trotzdem, dass der Film wegen einem Charakter schon irgendwie einen Blick wert ist und das ist Jamie, gespielt von, ich glaube, James Norton, weil der diesen Vollidioten, also das ist einer der Filme, der du brauchst halt einfach einen Charakter, der den Film ab und zu mal wieder von seiner seriösen Message wegbringt und ein bisschen sagt, ja, ist ganz schön bescheuert, was sie eigentlich machen. Und das ist genau diese Person, die diesem Film so ein bisschen mit Humor, ein bisschen auf die Sprünge hilft. Also vielleicht ein Kinogang wert für Leute, die Horrorfilme mögen. Warum sagst du denn die ganze Zeit Horror? Ist das nicht eher ein Science-Fiction? Oder ein Nein, Thriller? Es spielt ja. Nicht wirklich. Es ist halt es ist halt zum Ende hin, beziehungsweise schon knapp durch die Hälfte, also kurz mal nochmal zum Plot. Es geht im Endeffekt darum, dass Ellen Page und ein paar andere Studenten, Diogo Luna, Nina Dobrev und sowas, Medizinstudenten, irgendwann sagt halt Ellen Page, du weißt, was ich gerne mal machen würde, sterben. Und dann sagt sie, ich bringe mich mal selber um und hole mich dann selber zurück und mal gucken, was dann passiert. Und es kommt halt raus, dass sie halt ein bisschen so quasi Superkräfte entwickelt
und aber auch was Negatives mit sich mitnimmt, und zwar halt so Visionen und sowas. Und bevor sie das aber wirklich mit ihren Freunden teilt, sagt der Nächste schon, lass mich auch sterben und wieder zurückkommen. Und auf einmal werden alle Leute verfolgt und alle Leute haben Visionen, ja, Visionen und Träume, die sie irgendwie heimholen. Und an dem Punkt verfällt der Film halt wirklich einfach in klassisch Horror. Der Sinn ist kein Thriller, es ist total offensichtlich, worum es geht, weil jede Person hat halt einen Hintergrund, der sie einfach einholt. Also so eine, ja, irgendwas Negatives halt in ihrem Leben. Das Problem ist halt, es ist nicht besonders twistreich, das Ende ist relativ schwach, wie alles gelöst wird. Viele Fragen bleiben unbeantwortet am Ende, deswegen sage ich halt, es ist ein Horrorfilm und nicht mehr als das. Also man sollte wirklich nicht, kein High Science Fiction, kein intelligenten Film erwarten. Es ist einfach simple Unterhaltung und ich muss... Auf technisch hohem Niveau wahrscheinlich. Auf technisch extrem Zeit, ne? Niedrigem Niveau, falls ich das noch nicht, falls du das auch noch angesprochen haben willst. Und zwar ist der Film am Anfang hat eine schöne, recht schöne CGI-Sequenz und später wird das CGI so unfassbar schlecht und ich weiß auch nicht warum. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, weil am Anfang ist es relativ gut gemacht, die erste Traumsequenz von Ellen Page halt, und später haben halt andere Leute auch Traumsequenzen, aber es ist so schwach Greenscreen offensichtlich kacke gemacht, wo ich wirklich sagen, das können Studenten besser. Das ist wirklich schwach gemacht, wirklich schwach. Und es passt, es ist, steht halt zu so einem großen, zu großen Diskrepanz zu dem, was vorher passiert. Das ist bei Conjuring 2 zum Beispiel auch so gewesen, wo es einfach nur eine Szene gibt, wo du offensichtlich merkst, da ist ihnen irgendwie das Geld ausgegangen. Oder die Zeit. Oder die Zeit auch. Also das ist ein bisschen komisch. Wie gesagt, wenn man den Film nicht besonders ernst nimmt und einfach nur simple Horror, ja, einen simplen Horrorfilm sehen will, würde ich den schon sagen, ist empfehlenswert, weil ich finde ihn relativ witzig dafür auch. Man muss aber auch sagen, dafür, dass ich in der Sneak drin war, die Sneak tendiert halt immer dazu, es sind Leute, die halt nicht wissen, was für einen Film sie sehen. Das heißt, die sind relativ offen dafür. Das heißt, die nehmen das Ganze nicht so richtig ernst. Das heißt, der Kinosaal war richtig witzig, weil die Leute über alles wirklich gelacht haben. Viele Sachen einfach, also oft wie Witze halt auch vorbereitet waren und nicht da so seriös, Achtung, ich gucke jetzt einen Horrorfilm, ich muss mich hier drauf konzentrieren. Und ich glaube, ich hatte eventuell den witzigsten Moment, den ich je in einem Kinofilm hatte. Ui. Und zwar gibt's später im Film gibt's wieder eine Traumsequenz mit Ellen Page und es läuft halt im Hintergrund auf so einem alten Radio läuft If you're happy and you know it, clap your hands. Und dann hat das ganze Kino angefangen, jedes Mal, wenn dieses Lied kommt, da, 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 und dann hörst du mal, klatsch, klatsch, das ganze Kino. Und dann geht diese Szene los, da, 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 Spoiler Alert, am Ende stirbt Ellen Page. Und dann geht halt die Kamera so ganz langsam auf Ellen Page zu und nur eine Person im Kino. Und das ganze Kino hat so angefangen zu lachen, weil das in dem Moment so unglaublich gut eingefangen war. Also lustig. Mitmach-Kino höre ich hier. Ich muss echt sagen, so laut habe ich schon lange nicht mehr in einem Kinofilm gelacht und vor allem bei einem Horrorfilm war das mit wirklich eine der Witz. Also wer auch immer das war, Chapeau, super Timing, Top-Comedy, leider nicht direkt im Film. Wenn du dich gesagt, angesprochen willst, melde dich, du kriegst einen Preis von uns. Genau, ja, irgendwas kriegst du schon. Ich habe hier so einen Film rumliegen. Alles klar, dann zu den aktuellen Kinostarts, würde ich sagen. Direkt fließend über, gehend. Ja, direkt mit dem Top-Highlight anfangen, würde ich sagen, oder? Ja, bitte. Bo und der Weihnachtsstern. Aber ich dachte, wir gehen direkt mit dem Horrorfilm weiter. Wir haben keinen Horrorfilm. Das ist doch kein Horrorfilm. A Ghost Story. Das ist kein Horrorfilm. Drama. Er ist aber Ghost im Namen. Ja, okay. Gut. Also was ich an Trailern gesehen habe, finde ich Bo und der Weihnachtsstern deutlich gruseliger. Okay, dann gucken wir. Dann Bo und der Weihnachtsstern, der gruselige Kinderfilm für Jung und Alt. Ja, ja, für Jung würde ich sagen, denn die Weihnachtszeit hat ja jetzt angefangen. Und auch der kleine, tapfere Esel Bo wünscht sich nichts sehnlicher, als von seinem Alltag zu fliehen und die Arbeit quasi mal liegen zu lassen, um ein tolles Abenteuer zu erleben. Und ja, weil er sich seine Träume erfüllen möchte, fasst er all seinen Mut zusammen und bricht kurzerhand auf und begibt sich auf das größte Abenteuer seines Lebens und trifft auf diesem Weg liebenswerte Kumpanen wie das Schaf Ruth, das seine Herde verloren hat, und Dave, eine weiße Taube, die auch unterwegs ist, um die Welt zu entdecken. Ja, und drei alberne Kamele schließen sich auch noch an und zusammen beschließen all diese Tiere, einem Stern zu folgen und wissen dabei noch nicht, in was für ein Abenteuer sie reingeraten, denn sie werden Teil vom allerersten Weihnachten. Was ist Bo für ein Tier? Ein Esel? Ein Esel. Ein Esel als Hauptcharakter. Verstehst du? Ich versuche dir das zu mehrere. Jesus, Esel? Da war was. Jesel. Okay. Ja. Als Vorlage sicherlich diente der Esel von Shrek. Der sieht ihm nämlich, wenn er spricht, relativ ähnlich. Oh. Ja, das ist ganz wahrscheinlich einmal drüber gepaust. Ein sehr christliches Werk. Auch von Eddie Murphy gesprochen?
Nee, ich denke nicht. Schade. Was den Kindern nochmal verdeutlichen soll, wie wichtig doch die weihnachtlichen Botschaften Jesus sind. Und ist. Ab in die Kirche geht's danach, hoffe ich mal. Also ab und zu, wie dich als großen überzeugten Christen, also absoluten Blick wert, richtig, Markus? Absoluten Blick wert. Das ist einer der Filme seit langer, langer Zeit, wo ich nicht mal den Trailer geguckt habe. Muss ich einmal gestehen. Ich habe den Trailer geguckt und ich fand ihn relativ lustig. Also das ich ist fand dein Mutterinstinkt. Nein, gar nicht. Der, da kommen überhaupt gar keine Kinder vor. In dem, Jesus, lustig, dachte ich, in dem Film kommen keine Kinder vor? In dem Trailer, ach so, zumindest ach so, nicht. Ach, ich dachte, Jesus ist ein alter Mann. Ich komme ein bisschen spät hier, Eselbo. Oh. Also auf jeden Fall, zusammenfassend, ich fand ihn lustig. Okay. Dann für jung und alt würde ich dann sagen, ist der Film sogar. Und ja, für Leute, die den Esel aus Schweck mögen. Der hieß übrigens Esel, wie mir gerade einfällt. Ja, stimmt. Ja, der hat keinen Namen, nee, oder? Mhm. Also ja. Wie heißt der im Original? Donkey. Ist er wirklich nur Donkey? Ja, wobei, ja gut, macht Sinn. Ja, kommen wir von diesem schreckenhaften... Film über Kinder zu Burg Schreckenstein. Zwei. Hat sich darauf jemand vorbereitet? Weil ich weiß, irgendwie dass der zweite Teil ist. Küssen nicht verboten. Ja, es gehen natürlich hier wieder, wie heißen die einen Kinder, die auf Schloss Rosen? Nee, die Rosenfels. Rosenfels sind die Mädchen, die Jungs sind auf Burg Schreckenstein. Kennt man das? Ich habe da ein paar News zu gepostet und einen Trailer geguckt und sowas. Und das ist natürlich wieder aberwitzige Abenteuer. Und die Jungs und Mädchen arbeiten zusammen, um da irgendwas zu verhindern. Hä, ich dachte, die sind gegeneinander. Ja, küssen ist aber nicht verboten, hast du gerade vorgelesen. Stimmt. Ja, auch ein, ich weiß nicht, ob das eine Jugendbuchreihe ist oder sowas. Das Ding ist halt, ich bin zu alt für sowas. Das ist wieder so ein Ding, wo die Werbung dafür so offensichtlich ist, als wäre das so das Normalste auf der Welt, dass da jetzt ein neuer Film von zukommt, den ja jeder kennt. Das irritiert mich bei diesen Dingern. Ich glaube, die den ersten Teil gesehen haben, wussten, dass ein zweiter kommt. Da wir den ersten nicht geguckt haben und auch diese Jugendbuchreihe, falls die nicht gelesen haben, sind wir da ein bisschen außen vor. Also wieder reichlich Informationen auch zu diesem Kinostart. Kommen wir jetzt zur Ghost Story oder willst du vorher noch erst, wie heißt der andere Film, der hier nochmal, ne, das haben wir gar keinen. Ach, Zwischen zwei lieber Leben. Lieber den ansprechen. Ich glaube, da hat sich Ellen ein bisschen besser darauf vorbereitet. Zwischen oder? Zwei Leben? Bei dem hatte ich leider ein bisschen Angst, dass der in der Sneak kommt und ich hatte Glück, dass er nicht kommt. Was? Das wäre ein super Film für die Sneak. Oh fuck, nein, der kann jetzt am Montag kommen. Scheiße. Ich meine, wir hatten den vor ein paar Monaten ganz kurz schon mal angesprochen, weil der Kinostart damals verschoben wurde. Typisch. Ne? Kann das sein? Ja. Zwischen zwei Leben, in The Mountain Between Us, geht es um zwei Menschen, die von... Menschen, also... Ja gut, gerade hatten wir noch Bone in Weihnachtsstelle. Der Typ wird von Idris Elba gespielt und die Frau von Reese Witherspoon, Kate wollte ich schon sagen, Kate Winslet. Und die begeben sich mit einem Flugzeug auf die Reise nach... Jerusalem? Nein, zu ihrem Zielpunkt, weil sie beide, ich glaube, ihr Flug wurde gecancelt oder die haben den Flug verpasst. Und dann nehmen die sich ein privates Flugzeug, fliegen los und das Flugzeug stürzt ab in den Bergen, in einer Schneelandschaft. Und von nun an sind die, müssen sie um ihr Leben kämpfen und überleben. Ist das ein echter Film? Also wahre Begebenheit? Buchverfilmung auf jeden Fall. Ob das auf einer wahren... Ist auch wieder so ein New York Times Bestseller. Ein Bestseller, das sind alle Bücher, die rauskommen, ich will nicht wissen. Ja, ich glaube auch. Aber ob das wirklich auf einer wahren Begebenheit... Ich glaube eher nicht. Naja. Achso, ja, noch interessant. Aber was hast du denn gegen den Film? Ich meine, Oscar-Nominé Hani Abu Assad... Zweimal von Oscar nominiert, hat er Regie geführt. Ich finde den Film so extrem langweilig vom Trailer her. Das ist einfach nur so. Echt? Wir fallen in die Berge und dann Idris Elba und Kate Winslet versuchen. Ja, ist auch ein starker Cast, oder? Und man muss dazu sagen, dass zwischen denen natürlich eine Romanze entwickelt, obwohl sie sich vorher überhaupt nicht kannten und nicht unterschiedlicher sein könnten. Der eine ist schwarz, vom die andere weiß. Gemischtrassiges Pärchen. Vom Jahr 2017. Widerlich. Sowas passiert nur unter extremen Bedingungen. Nein, beide haben eine andere Herangehensweise an das Überleben. Ja? Und wie das weitergeht, seht ihr in Get Out. Ach, okay. Er ist, er natürlich, Idris Elba, ist Neurochirurg und sie ist Fotojournalistin. Genau. Das heißt, eine hat einen echten Job und die andere ist Künstlerin.
Habt ihr euch den Trailer angeschaut? Ja, ja, ich habe den, der lief letztens im Kino. Deswegen hat mich das auch so abgeturnt, der Film. Ja, und es ist eben auch so, dass er sagt, okay, wir müssen jetzt ruhig bleiben und wir bleiben jetzt hier an diesem Platz und warten darauf, nein, dass uns jemand rettet. Selfie. Und sie mit ihrem verletzten Fuß, nein, wir müssen jetzt los, wir müssen doch überleben und wir müssen jetzt das nächste Dorf suchen, koste es, was es wolle. Also ist mein Bein kein Abfrieren, die Löwen können uns fressen, aber okay, Löwen gibt es da nicht, aber Bären. Schneelöwen. Berglöwen, genau. Ja, bestimmt, also sieht man sich im Endeffekt in einem der Charaktere wieder und dann geht es das eher für so ein Pärchen und das dann sagt, nein, Kate Winslet hat das schon richtig gemacht. Ruhe, Idris Elba. Oh. Kennt ihr, okay, wie heißt der Film, 30 Tage, nee, 7 Tage, 7 Nächte? Mit, Ja, das sagt mir was, aber ich glaube, das hat nichts wie mit dem. Wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Ja, das ist genauso ähnlich. Nein, das spielt ja, das sind ja auch zwei Leute, die stranden auf einer Insel und im Prinzip verlieben sie sich auch ineinander und kommen dann zusammen. Und das ist ach, eben doch, genau ja, das Gleiche, nur im Schnee und Eis. Oh, Twin Films? Naja, kam nicht zur gleichen Zeit okay, raus. Okay, dann kommen wir doch zu... So einem dicken Horrorfilm zum Abschluss hier, wie Freddy angekündigt hat. Ich hab mich... Kehrt als Geist zu seiner trauernden Frau zurück. Das ist absolut Horror. Genau. Der Ghost Horror. Story. Ghost Story, denn es geht um C und die Frau M, dargestellt von Rooney Mara. Und C möchte der Frau bei ihrem Verlust beistehen, doch er muss feststellen, dass er in seiner neuen Gestalt, losgelöst von jeglicher Zeit, er existiert. Tot. Genau. Als passiver Beobachter ist er gezwungen, schmerzlich dabei zuzusehen, wie ihm das Leben, das Erkannte, entgleitet und die Frau, die er liebt, in eine neue Zukunft entschwindet. Und das Ganze als Geist. Warte. Unfähig, seine Situation zu akzeptieren, vergehen Tage, Wochen und sogar Jahre, bis C verzweifelt erkennt, dass er womöglich für immer an dieses Dasein gefesselt sein wird. Während sich die Welt um ihn drastisch verändert, verblassen Stück für Stück die Konturen seiner eigenen Existenz. Hallo? Horror. Krass. Also ich habe jetzt schon Angst beim Lesen. Das Ganze ist ein sehr, glaube ich, melancholisches, dramatisches Werk vom bekannten Studio A24, was wir kürzlich ja noch in den Himmel gelobt haben hier. Der Film ist ein bisschen solider bewertet worden. Ich hätte mich nach dem ersten Trailer nicht drauf gefreut, weil das recht... Wie solider bewertet worden? Ich glaube, das hat der 6er, 7er Wert, 6er Wertung, glaube also ich, eher. Also eher Durchschnitt. Ja, es jetzt, okay, wird jetzt kein umschlagendes Werk. Nee. Ich weiß nicht, spielt nicht auch Casey Affleck wieder mit? Ja. Ja. Ist das nicht der Tote? Ich glaube, der ist das. Und seine Frau ist Rooney Mara. Genau. Also schon Oscar-Cast hier in einem wahrscheinlich sehr, sehr intimen Werk über Existenz und Dasein und das Leben nach dem Tod und ein Typ unterm Laken. Ja, melancholisch und dramatisch, hattest du gesagt. Wobei ich, als ich den Trailer gesehen habe, den tatsächlich wegen dem Laken ein bisschen lächerlich fand. Oh. Denn als Geist wiedergekehrt ist er tatsächlich die ganze Zeit einfach nur unter einem Laken versteckt. Und A24 macht Low-Budget-Filme. Ich glaube, man, wollt, angesprochen. Man hat so gesagt, Casey Affleck, wir brauchen nicht für 2 Tage am Set und dann im Tonstudio und dann der Praktikant. Einfach mal das ist eine gute Idee. Ja, es ist clever, oder? Vielleicht können wir es auch machen für so einen Abschlussfilm und nehmen Kevin Spacey für einen Tag. Naja, gut, Kevin Spacey kriegt ja momentan nicht so besonders viele Rollen. Ja, deswegen, ja, vielleicht hat er Bock müssen auf einen Spendenfilm. Wir ein bisschen Abstand halten von ihm dann am Set, ne? So, Daddy's nur professionelle Home. Schauspieler für euren Bachelorfilm. Daddy's Home 2. Finaler Kinostart. Mehr Filter, mehr Probleme. Von einem schlechten Menschen zum nächsten. Von Kevin Spacey zu Mel Gibson. Mel Gibson zurück auf der großen Leinwand. Nicht nur Mel Gibson, auch Mark Wahlberg. Ja, aber das sind beide schlechte Menschen, stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen. Der arme Will Ferrell, so ein netter Mensch. Will Ferrell und John Lithgow, natürlich auf der anderen Seite, spielen jeweils Papa und Opa. Und ja, in der der erste schockende Teil bereits, in dem Mark Wahlberg und Will Ferrell als Stiefväter, jeweils Stiefväter, glaube ich, oder? Sind das nee, der eine ist Will Ferrell ist der richtige Vater, Mark Wahlberg ist der neue. Wer ist denn dann John Cena? Ist das jetzt der dritte Vater? John Cena ist Ferdinand, der Stier. Nein, John Cena. Bald erscheint ein Animationsfilm. Echt? Der spricht den Stier. Also ich weiß, John Cena spielt in Daddy's Home 1 und 2 mit, aber ich habe ehrlich gesagt, habe ich den ersten halt nicht gesehen und weiß nicht, welche Rolle er spielt. Ich dachte nämlich, dass jetzt beide schon abgelöst sind vom dritten Vater und das ist jetzt John Cena. Sie sind so eine Frau. Ich weiß nicht. Der spielt da doch gar nicht mit. John Cena spielt im zweiten Teil, glaube ich, mit, weil der hat auf jeden Fall Werbung dafür gemacht. Ah, da. Der spielt Roger. Der hat damit jetzt alle Fragen beantwortet. Direkt. Nee, ich weiß es nicht. Alles Roger hier. Okay, Daddy's Home 2. Die Geschichte, wie gesagt, einfach nur, dass eben die Väter kommen jetzt mittlerweile miteinander klar, nachdem sie einen Film miteinander schon ausgehalten haben. Mark Wahlberg und Will Ferrell sind beste Freunde. Will Ferrell weiter in der tollpatschige Will Ferrell-Trottel. Mark Wahlberg, der große böse Vater,
Aggressionen und den Bizeps, der größer ist als Will Ferrells Kopf. Und jetzt kommen eben die Eltern dazu, John Lithgow und Mel Gibson. Mel Gibson spielt sich selbst als rassistischen alten Mann. Und John Lithgow spielt auch sich selbst als verwirrten alten Mann. Warte mal kurz, irgendwie kommt mir die Story bekannt vor. Das ist sehr ähnlich natürlich zu Bad Moms. Zwei. Über Daddy's Home 2 müssen wir, glaube ich, nicht mehr reden, oder? Nee. Das ist ein weihnachtliches Setting mit vier sympathischen Schauspielern, außer Elena hat den Finger oben. Ja, bitte, Elena. Ein Fakt, den ich gerade gelesen habe. In Wahrheit ist Mel Gibson gerade mal 15 Jahre älter als Mark Wahlberg. Tatsache? Ja. Oh. Mark Wahlberg hält sich, glaube ich, sehr gut dann anscheinend. Oder Mel Gibson sehr schlecht. Krass, oder? Das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Mal gucken, wie alt Mark Wahlberg ist. Aber gut, Mark Wahlberg macht auch schon wirklich lange Filme. Komm, Mark Wahlberg, erzähl mir deine Geschichte. 46 Jahre alt. Was? Dann ist der... Oh, so alt sieht er gar nicht aus. Gerade mal 61? Also, Mel Gibson ist nur 61 Jahre alt? Der ist doch deutlich älter. Mel Gibson auf die 70 auch zu. Was ist denn mit John Lithgow? Der ist John Lithgow ist bestimmt schon 104. Also Mel Gibson ist wirklich 61 Jahre alt. Gut, dann hält er sich doch relativ gut eigentlich, muss ich sagen. Und Matt Wahlberg sieht viel zu alt aus, viel zu jung aus für sein Alter. Das auf jeden Fall, der hält sich eh sehr gut. Schnicker Typ. Und jetzt noch John. Das hast du nicht verdient, du Blödmann. Gib's ihm, Elena, gib's ihm. Bring ihn um. John Lithgow. Oh, John Lithgow ist ein lustiger. Er ist 72, also wenigstens ein richtiger Opa in diesem Film. Aber da sieht man wieder Hollywood-Magie. Hollywood-Magie, man gibt es einfach alt. Er könnte der Opa sein. So, und von Opas und Omas und allem anderen, was wir gerade angesprochen haben, kommen wir zu unserem Hauptthema, Twin Films. Und davon gab es dieses Jahr schon einige. Was würdest du denn direkt ansprechen dieses Jahr? Dieses Jahr würde ich mal direkt in die letzte Woche zurückspringen, wo Girls Trip rauskam. Ach, ich wollte sagen, Rough Night ist letzte Woche rausgekommen, aber es ist ja eben der vor ein paar Wochen rausgekommen. Genau, Girls Night Out und Girls Trip, beide 2017. Und ja, es ist eigentlich das eine, ist die Gang angeführt von Scarlett Johansson gegen die andere Gang angeführt von Jada Pinkett Smith. Genau, und ja, in beiden Filmen geht es darum, dass alte Freundinnen sich wieder treffen, mal richtig einen drauf machen. Bei den einen stirbt ein Stripper und bei den anderen passiert gefühlt gar nichts. Aber ja, es ist beides geht es in diese Richtung, dass sich alte College-Freundinnen jahrelang nicht gesehen haben und dann mal wieder für eine unvergessliche Nacht wieder treffen und wie es halt so ist, alles schief geht. Frauenpartyfilme. Gehen wir eigentlich von heute rückwärts dann? Nee, wir springen bunt durch die Filmgeschichte, würde ich sagen, oder? Dann würde ich aber trotzdem noch einmal direkt bei einem zukünftigen Film, der bald rauskommt, bleiben. Und zwar, das finde ich ganz interessant, das habe ich nämlich lustigerweise auch so halb mitbekommen. The Disaster Artist kommt ja dieses Jahr noch raus. Der Film von James Franco. James Franco über The Room, über Tommy Wiseau. Und das Witzige ist, Tommy Wiseau bringt jetzt auch einen Film raus. Eine quasi Doku über ihn und Greg. Und das ist im Endeffekt wirklich die ähnliche Geschichte, wie eben in Disaster Artist auch angesprochen wird. Nur eben, dass in der einen wirklich Tommy Wiseau wirklich mitspielt. Der wahrscheinlich immer noch sehr verrückt ist, wenn man die aktuellen Interviews mit ihm guckt. Der Film heißt Best Friends. Best Friends mit R in Klammern. Wegen Best Finds. Also größte Gegner, größte Freunde in einem Wort quasi. Deswegen, ich weiß nicht, ob er das schnell produziert hat, als er gehört hat, dass James Franco auch einen Film macht und der gerade den Fame ein bisschen abgreifen will, aber lustig. Witzig, witzig. Ich glaube, James Franco wird erfolgreicher und besser. Dann würde ich einmal zurückspringen zu ein paar Sendungen vor kurzem, die wir angesprochen haben. Und zwar Dante's Peak und Inferno. Kannte ich beide immer noch nicht. Der eine mit Pierce Brosnan, der andere mit Tommy Lee Jones. Es geht um Vulkanausbrüche. Ich glaube, die sind auch sogar im selben Jahr rausgekommen. Meintest du nicht auch Vulcano? Gab es den auch noch? Ja. Hieß der nicht Inferno? Dante's Peak heißt auf jeden Fall einer, sicher davon. Einer ist Dante's Peak, ja. Und ich meine, der andere Dante's Peak und Volcano habe ich hier, 1997. Ich dachte, hier ist Inferno. Inferno, Volcano. Vielleicht stimmt das trotzdem. Ja. Genau, wollte ich nichts anderes dazu sagen, außer, dass diese Filme komisch, beide wirklich sehr ähnlich sind. Und ich habe den einen von den beiden gesehen und als wir den Trailer von den anderen geguckt haben, für Dante's Peak, den ich nicht gesehen habe, mit Pierce Brosnan, hatte ich den Eindruck, den habe ich auch gesehen. Weil du nach dem Trailer im Endeffekt dann verbinden kannst mit dem, was du aus dem anderen Film gesehen hast, und dann hast du zwei Filme auf einmal gesehen. Effizient gemacht. Weißt du denn, welcher von den beiden erfolgreicher war? Bestimmt Dante's Peak wegen Pierce Brosnan. Richtig, mit 178,1 Millionen. Boah, so viel. Ja, aber nicht verdient. Ist ja irgendein Film von Roland Emmerich von den beiden? Boah.
Klingt nach einem Roland Emmerich-Film, wo die Welt untergeht, aber bestimmt nicht. Wollte ich jetzt keine. Mick Jackson ist für Volcano, stand hinter der Kamera, während für Dante's Peak, dem absoluten Top durch Roger Donaldson hinter der Kamera stand. Also, nein. Ich höre keinen Roland Emmerich da. Die anderen Namen sagen mir gar nichts. Sehr gut. Hast du denn noch ein Beispiel, Markus? Ich dachte, Elena haut mir jetzt was raus. Achso. Ja. Elena, mach du mal was. Ein Film, der ähnlich ist. Und zwar auch schon ein Jahr später, also 1998 in die Kinos kam, Armageddon, verglichen mit Deep Impact, den du gerade schon erwähnt hast. Lustigerweise, in einem kann sie den Meteoriten nur aufhalten, im anderen nicht. Oh. Das ist eigentlich der größte Unterschied, oder? Weil bei Deep Armageddon wird doch gerettet, oder? Ganz kurz zur Erklärung natürlich für den Film. Achso, bei Dante's Peak und Inferno geht es bei beiden um Vulkan. Volcano geht es um Vulkane, die ausbrechen. Deep Impact und Armageddon geht es natürlich um einen Meteoriten, der auf die Erde zufliegt. Der eine Film ist von Michael Bay, der andere Film ist mit Morgan Freeman. Mehr weiß ich nicht drüber. Und bei Deep Impact weiß ich auf jeden Fall, dass der Meteorit einschlägt und eine große Welle Amerika überrollt. Während bei Armageddon kurz vor knapp Ben Affleck und Bruce Willis noch in den Weltall fliegen und sagen, weißt du was, Meteorit? Kabum. Und dann jagen sie in die Luft. Ich habe beide Filme nicht gesehen, außer den Soundtrack von Armageddon, den ich sehr oft gehört habe, weil Steven Tyler? Aerosmith, ja. Ach jo. Sehr I don't wanna Lied. Miss a thing. War ja relativ erfolgreich. Das kenne ich auch. Daher kenne ich auch die einzigen Szenen aus dem Film. Richtig. Ja, und das Ende richtig. Von Armageddon habe ich ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass Armageddon viel erfolgreicher war, um einiges erfolgreicher war mit 553 Boah. Millionen und hingegen Deep Impact nur 349 Millionen. Ja, beide recht gut, oder? Aber der andere hatte auch Bruce Willis und Liv Taylor und alles, ne? Eben. Hat die ihren Vater dann singen lassen? Ja, ja. Das ist ja hier. Das ist ja ein bisschen creepy, dass er im Endeffekt darüber singt, wie seine Tochter definitiv diesen Ben Affleck haben will. Komm her. Und er bevor ihr ein bisschen noch durch die Zeit springt, ich hätte sogar noch einen Film für dieses Jahr. Boah! Weil 2017 ist anscheinend auch das Jahr der Kopien geworden, denn dieses Jahr erschien Churchill und jetzt erscheint demnächst Darkest Hour. Das habe ich auch ich glaube, wir nutzen sowieso alle dieselbe Liste. Churchill ist momentan aber schon wirklich so ein bisschen im Gespräch, dass wie heißt er? Nicht Gary Coleman, wer ist denn jetzt hier? Gary Coleman ist doch der Kleine, oder? Wen meine ich denn jetzt, den Hauptdarsteller? Ah, wieso fällt mir der Name nicht ein? Moment. Ich erzähle kurz mal was über die Filme, während du noch googelst. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Okay. Außerdem ist auch ein TV-Film dieses Jahr erschienen, Churchill's Secret, 2016 erschienen. Also Churchill auf jeden Fall schon dick in den Medien. Okay, Darkest Hour ist Gary Oldman, so rum. Ach so, ja. Und der ist wirklich sogar so halb im Gespräch, dass er vielleicht dafür so im Oscar-Contender-Modus wäre, weil er wohl Churchill sehr gut spielt. Ja, beide Filme behandeln aber ein bisschen unterschiedliche Geschichten. Und zwar erzählt der eine von den anfänglichen, also von dem Anfang des Zweiten Weltkrieges 1940. Ja, warte, nicht von Anfängen. Von den Anfängen von Churchills Karriere quasi, als er als populärer Politiker das Amt übernommen hat. Und der zweite Film spielt dann 4 Jahre später schon, 1944, zum Kriegsende hin, wo Churchill quasi vor der Entscheidung steht, ob er mit den alliierten Streitkräften quasi in das Nazi-Deutschland einmarschieren soll und mit seinem quasi mit Entscheidung, ob er seinem Volk diesen Krieg antut. Darkest Hour ist bis jetzt in Deutschland noch nicht erschienen. Churchill schon vor einer Weile. Ich weiß, dass Churchill auf jeden Fall sehr, sehr viel Büro Aufnahmen sind, also kein Actionfilm, sondern wirklich mehr ein Drama. Ja, der 2 Darkest Hour wird jetzt auch nicht gerade so ein kein Dunkirk, sagen wir so. Und wenn wir jetzt sowieso schon da sind, also im Jahr 2017 sprechen wir jetzt noch einmal den letzten an, der auch noch sehr aktuell ist, und zwar Operation Anthropoid oder Anthropoid einfach nur, glaube ich, im Original oder umgekehrt oder wie auch immer, und The Man with the Iron Heart spielen beide um diese Operation, eben Anthropoid, die damals im Zweiten Weltkrieg ausgeführt wurde, um Heidrich. Oder? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Auf jeden Fall, spielt auch im Zweiten Weltkrieg. Es geht eben um Reinhard Heydrich, genau, einen der brutalsten, ja, oberen SS-Kommandanten-Dings da, die irgendwie um Osten rumgelaufen sind. Kommandanten-Ding-Dong. Kommandern, die halt im Osten vor allem darauf... Kommandanten.
Kommandanten? Kommandeure. Kommandeure, keine Ahnung. Kommandingdong dann. Hohe Leute im Dritten Reich, die sich eben vor allem im Osten um die ganzen Länder gekümmert hat, in Prag, in Budapest unterwegs war und da eben dafür gesorgt hat, dass die Leute pfuschen und auch mal merken, dass auch wenn man auch außerhalb von Deutschland mal auf das Dritte Reich hören sollte. Also einer der schlimmsten Menschen, also the man with the iron heart, also der Mann mit dem eisernen Herzen war übrigens der Spitzname von Adolf Hitler, dem er ihn gegeben hat. Und wenn Adolf Hitler sagst, dass du ein Arschloch bist, dann bist du wahrscheinlich schon ein Riesenarschloch. Und das war einer wirklich der brutalsten, schlimmsten Kommandeure, Kommandanten, was auch immer. Kommandanten, wir bleiben dabei. Und nachdem eben die, ich meine Alliierten, unter anderem auch mit mehreren unterschiedlichen Geheimorganisationen zusammengearbeitet haben, eben diese Operation Anthropoid, wo er eben erschossen wird. Und Anthropoid habe ich... Ist das denn irgendein bekannter Caster, Regisseur oder irgendwas? The Man with the Iron Heart nicht, weil es eine französische Produktion ist. Oui. Aber wobei, ich glaube, warte mal, kennt man da nicht? Jason Clarke. Doch, wobei, doch, Jason Clarke und Rosamund Pike. Also Jason Clarke zum Beispiel aus Planet der Affen. Der zweite Planet der Affen, die neuen Reihen. Pre-Evolution, Evolution. Wer auch immer das ist. Und Rosamund Pike kennt man auch irgendwoher. Ja, wahrscheinlich doch, aus einem Film, den sie mal gemacht hat. Die Blonde. Der andere Film, Anthropoid, ist mit, wie heißt der wieder? Cillian Murphy. Ah, hier. Und dem Darsteller aus 50 Shades of Grey, der sehr verloren wirkt in dem Film. Dakota Jones. Der Typ halt. Der extrem verloren wirkt in dem Film. Vielleicht auch, wenn man halt das Gesicht eben nur als Mr. Grey kennt. Auch wenn ich den Film nicht mal gesehen habe, aber er wirkt halt so ein bisschen verloren, vor allem neben Cillian Murphy, der halt so ein bisschen schon starke Präsenz hat in dem Film. Geht es auch um die Geschichte eben, um den Anschlag, den Film habe ich wie gesagt schon gesehen. Man with the Iron Heart bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist auch direkt in die Streaming-Dienste gegangen. Ich glaube, der läuft auch gar nicht in den deutschen Kinos. Anthropoid ist auf jeden Fall ein Blick wert. Den zweiten Film, wie gesagt, Man with the Iron Heart, kann ich nicht zu viel dazu sagen. Auf jeden Fall sehr interessante Geschichte, die man vielleicht mal nachholen könnte. Ich glaube, auf Amazon gibt es ihn momentan auf einem Streamingdienst eurer Wahl. Netflix. Nee, da glaube ich nicht. So. Und jetzt eine Sache noch. Ein Twin-Film, der aktuell ja noch in Produktion ist. Oh. Die eine Hälfte hast du ja schon gesehen vor ein paar Wochen, Monaten. Und zwar Jungle Book, das Remake. Ach so. Du warst ja relativ umgehauen. Ich glaube, der hat sogar einen Oscar gewonnen, richtig? Für Special Effects, hoffe ich doch mal. Ich meine, die haben den gewonnen, den für Special Effects. Und lustigerweise kommt ja 2018 noch ein Jungle Book Film. Von Mr. Andy Serkis. Genau, während nämlich der erste Film von... John Favreau war, der ja auch in Iron Man 1 und 2, glaube ich. Hulky Hogan oder sowas. Wie heißt der nochmal? Happy Hogan, der hat ja auch Regie geführt. Ja, ja, aber ist auch Schauspieler, Multikulti-Talenti. Multikulti auf jeden Fall. Der weiße Mann ist sehr Multikulti. Und Andy Serkis macht natürlich das, was er am besten kann. Tiere spielen. Ja, Tiere, Kreaturen und auf allen Vieren rumlaufen. Jungle Book ist ja ein komplettes CGI-Ding und ich denke mal, Andy Serkis spielt in alle. Jungle Book einfach alle. Ja. Alle, Jesse Bäume spielt. Ich spiele den kleinen Jungen. Ich spiele dieses Blatt, damit es genau richtig im Wind weht. Ich hoffe, Andy Serkis spielt nicht den kleinen Jungen. Warum denn nicht? Ist ja nur Capture, Face Capture. Ach so, ja gut. Der kriegt das alles hin. Ich glaube, Andy Serkis könnte wirklich einen kompletten Film alleine machen. Auf jeden Fall soll der Film deutlich näher an dem Buch liegen als die Disney-Variante. Deswegen, es könnte vielleicht nochmal interessant sein, sich auch dieses Werk anzugucken. Und mit Andy Serkis sowieso immer ein Blick wert. Das Interessante ist nur, dass mal in Diskussion war, dass das Andy Serkis-Werk nochmal weiter hintergeschoben wird, weil Jungle Book eine Fortsetzung bekommen sollte. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel da daran jetzt noch dran ist. Weil anscheinend war die sehr erfolgreich. Und am Anfang wie alle Disney-Reihe-Verfilmung. Ja, am Anfang hat man wohl so gesagt, ja gut, ich glaube, das Andy Serkis-Ding hat ja nichts mit Disney mehr zu tun. Das ist ja Open Source. Aber ich meine, das war so irgendwie in Diskussion, dass man gesagt hat, okay, John Favreau, wenn du erfolgreich bist, machst du noch einen zweiten Teil. Und dann haben die anderen gesagt, ja, Andy Serkis, du wartest noch ein bisschen mit deinem Projekt. Und dann kommen die gleichzeitig raus. Da hat er sich schon den ganzen Punkt ins Gesicht gemalt und sagte, ach, Manu. Schnell reingeschmissen. Ich mein Blattkostüm ja wieder ausziehen. Oh. Disneys Realverfilmung Mulan hat eine Hauptdarstellerin gefunden die Tage. Mit Crystal... Ling, irgendwie sowas. Kannte sie nicht. Weißt du, statt einen dummen rassistischen Witz zu machen, hättest du diese Situation auch einfach für dich behalten können. Die heißt Crystal Leo, glaube ich. Ja, und nicht Ling. Ich war nah dran. Hat nichts mit Twin Films zu tun übrigens.
Nein, aber es gab schon mal Mulan. Hast du einen anderen Twin-Film, den du noch ansprechen Ich habe einen aus dem Jahr 2016, also fast aktuell. Boah. Wobei der gar nicht so twinnig ist wie andere Filme. Aber mal auf die Animationsebene geguckt, ist 2016 Zootopia, also oder Zoomania erschienen und auch Sing. Finde ich sehr weit hergeholt. Finde ich nämlich auch. Aber es ist auch Rock Dog erschienen. Ein unbekannter Animationsfilm, aber schon alle spielen immerhin in einer von Städte bewohnten Welt. Von Städte bewohnten Welt. Ja, von Tieren bewohnten Welt. Danke für die Korrektur. Das ja. Ding ist halt, das ist doch nicht der erste Film. War doch hier Fantastic Mr. Fox und sowas. Es gab doch schon genug Filme. Das ist Stop Motion. Ja, das ist eine Welt, wo auch Menschen wohnen. Fantastic Mr. Fox, die werden noch vom Bauern gejagt. Okay, dann dachte ich, es gibt doch bestimmt schon genug Filme. Also, aber vom Inhalt her gleichen die sich nicht wirklich. Nee, das wollte ich auch nochmal ganz kurz ansprechen. Das eine ist eine Krimi-Geschichte und das andere ist eine Geschichte über den Koalabären, der Leute zum Singen zwingt. Ich habe Sing immer noch nicht geguckt, leider. Ich leider auch nicht, aber ich bin auch nicht gewillt, dafür Geld auszugeben. Hat denn jemand hier einen besseren Animationsfilm, der ähnlich ist zu einem anderen ist? Ja, ich. Und ich möchte ein bisschen weiter in der Zeit zurückspringen, und zwar ins Jahr 1998. Oh, ja. Und zwar kann in dem Jahr einmal Ants raus und das große Krabbeln. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich als Kind schon gemerkt habe, Hollywood verarscht mich nicht. Genau. Weil Ants ist widerlich und seltsam und die sehen wirklich aus wie Ameisen. Dabei will ich doch einfach nur süße Kreaturen, richtig, die zum Schmetterling werden. Mhm. Dabei muss man aber sagen, ich fand auch das große Krabbeln um einiges besser. Wobei Ants habe ich noch nicht mal gesehen, glaube ich. Aber Ants hatte um einiges bekanntere Sprecher. Zum Beispiel Woody Allen, Sharon Stone, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez oder Gene Hackman oder Christopher Walken. Wow. Also A Bug's Life hatte im Deutschen auf jeden Fall, jetzt fällt er mir nicht mehr ein, Bully Herbig, wie hieß denn nochmal der Dicke? Der Bulle von Tölz, auf jeden Fall, der die dicke Raupe, leider ist er mittlerweile tot. Ach so, dicke Raupe gesprochen hat. Das war mein absolutes Highlight des Films, weil der im Original einfach einen bayerischen Akzent hat. Das ist super. Das große Krabbeln war natürlich auch in den Kinokassen erfolgreicher mit 363 Millionen und Ants gerade mal 171 Millionen. Ach, ich dachte, Ants war sogar ein dicker Flop gewesen, aber ich glaube, das... kann man dann direkt, auch wenn es ein bisschen später rausgekommen ist, kann man wahrscheinlich noch B-Movie ansprechen. Ich bin noch nicht fertig. Seinfeld, oh, sorry. Während der Produktion der beiden Filme fetzten sich nämlich auch die Studiochefs in aller Öffentlichkeit. Es ging dabei nämlich auch um Ideenklau und verletzte Gefühle und alte Rechnungen. Verletzte Gefühle. Was ein Meine Bullshit. Meine Ameisen sind nicht glücklich. Ganz kurz, Ottfried Fischer natürlich hat Gusto. Danke. Im Original heißt er Heimlich, im Deutsch hieß er dann Gustl, weil sie ihm eben einen bayerischen Akzent gegeben haben. Aber ich glaube, damit hat Elena gerade die Frage beantwortet, ob das abgestimmt ist zwischen den Studios oder nicht. Ich denke, da war es nicht geplant. Ich habe halt wirklich den Eindruck, es ist öfter einfach wirklich so eine unfreiwillige Entwicklung, dass irgendjemand eine Idee hat und zum Beispiel jetzt bei Daddy's Home, Bad Moms 2 ist es ja einfach nur die Verbindung, hey, es ist Weihnachten, was macht man, wenn die Mütter genug Witze gemacht haben darüber, dass sie Wein trinken, während ihre Kinder spielen. Man holt die Omas, damit dieselben Witze machen können. Also manchmal ist so ein Twin-Film oder zum Beispiel wahrscheinlich Volcano und Dante's Peak, hat kurz davor ist irgendwie ein Effekt rausgekommen, den dann alle gesagt haben, boah, den bauen wir in unseren Film ein. Lass mal einen Vulkan ausbrechen. Ja, die verkaufen die Effekte einfach weiter schnell. Ja, das denke ich mir halt. Kurz noch reingeschmissen, wo wir gerade bei Animationsfilmen sind. Im Jahr 2006 erschienen zwei Familien-Animationsfilme über Pinguine. Happy Feet und Surf's Up. Witzigerweise dachte ich bis vor kurzem auch, das ist derselbe Film. Surf's Up hat einen deutschen Titel, glaube ich, auch, oder? Surf's Up, jetzt geht's ab. Naja, ich dachte, der heißt irgendwie Mr. Penguins lustige Abenteuer, also einen richtig deutschen Titel. Auf jeden Fall, Happy Feet ist da nicht der bekannte Regisseur. Könige der Wellen heißt der andere. Danke. George Miller gewesen bei Happy Feet? Richtig. Der gedacht hat, scheiß Wüste, jetzt will ich mal Eis. Mad Max, geh weg. Happy Feet, komm. Genau, und Könige der Wellen, ich glaube wieder der unbekanntere von beiden, würde ich fast sagen. Ja, definitiv. Lustig, ist wirklich ein Film, wo ich lange dachte, es ist einfach derselbe Film. Ja, aber... aber dem ist gar nicht abgesehen so. Davon, dass der eine im Warmen und der andere im Kalten spielt. Oh, aber sind die nicht beides... Happy Feet surft... bei Happy Feet geht es ums Tanzen. Ja, und da spielen doch auch ganz unterschiedliche Pinguine mit. Ja, Kaiserpinguine und sorry, ich als Pinguin-Rassist... Nein, sorry. Ich als Nicht-Pinguin-Rassist sehe keine Pinguinfarbe. Alle Pinguine sind für mich gleich.
Ja, aber ich achte auch auf die Haare. Alle tragen hübsche Anzüge. Ja, haben wir noch einen Animationsfilm, wo wir gerade auf dieser coolen Schiene sind? Wie gesagt, B-Movie fand ich eigentlich damals, auch wenn er deutlich später gekommen ist, extrem nah auch am großen Krabbeln. Und ich weiß, dass Jerry Seinfeld sich damals sehr darüber aufgeregt hat und gesagt hat, das ist sehr ähnlich wie das große Krabbeln. Er hat gesagt, nein! Ich habe wieder noch einen Film, der nicht ganz so ähnlich ist und ihr werdet mir wahrscheinlich wieder meckern, aber Findet Nemo und Shark Tale sind beide 2003, 2004 erschienen und spielen beide im Ozean. Da hatte ich zum Beispiel wirklich den Eindruck, dass Shark Tale einfach das eine relativ große, heil, kleine Fische, übrigens heißt er im Deutschen. Relativ schnelle Kopie von Findet Nemo. War. Richtig, ja, Findet Nemo kam doch zuerst raus und danach der andere. Und dann dachte ich nämlich auch, das ist eigentlich einfach nur, der soll vielleicht an den Erfolg von Findet Nemo anknüpfen. Und man sieht ja, wie erfolgreich der war. Und jetzt muss man ein bisschen nachziehen und was Ähnliches bringen. Bei mir hat es funktioniert. Ich habe beide Filme gesehen. Ich auch. Ich nicht. Wobei ich nachträglich sagen muss, ich kann mich an keinen der beiden Filme besonders gut erinnern. Findet Nemo wahrscheinlich einfach nur, weil es mehr... Spoiler, Nemo wird gefunden. Ich dachte, Nemo stirbt. Wenn das gesagt ist, hätte ich mir ehrlich gesagt auch nicht gewundert. Ich habe es vergessen. Und bei Shark's Tale, gut, Will Smith und... Christina Aguilera. Ja, genau. Carwash. Mit wem hat er es nochmal gemacht? Missy Elliott? Achso. Ja. Glaube ich, ja, oder? Ja, der hat es gemacht? Ja. Das war ein ganz schöner, krasser Kinderfilm. Ja, toller Film. Keine Ahnung. Ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. Ich weiß aber nicht, warum ich ihn gesehen habe. Mehr Kinderfilme, Animationsfilme habe ich auf meinem Listchen nicht drauf. Wenn du aber schon so eine locker flockige Verbindung hast, nehmen wir doch im selben Jahr die Verbindung, dass einfach nur Versus im Titel steht. Freddy vs. Jason und Alien vs. Predator. Ja, aber schon lustig, dass beide Horror-Ikonen aus den 80ern behandeln. Das ist ja schon wieder... Mhm. Es waren beides halt franchise-übergreifende Sachen. Ich weiß aber nicht, Alien vs. Predator, glaube ich, hat eine Comic-Vorlage, Freddy vs. Jason nicht. Ich meine, Freddy vs. Jason war das erste Mal, dass man diese Idee eben macht. Und hatte auch meiner Meinung nach eine deutlich witzigere Promo-Tour, weil die das ja wirklich, die haben ja wirklich offene Pressekonferenzen gehalten, als wäre das Ganze ein Kampf und haben halt dann wirklich ein Wiegen gemacht zwischen einem Freddy Krueger und Jason halt. Ja. Und dann eben so eine Pressekonferenz, wo auf der einen Seite die ganze Posse von Jason sitzt und auf der anderen Seite von Freddy Krueger. Und das Problem ist ja, Jason redet einfach nicht. Das heißt, diese Pressekonferenzen ändern dann. Es ist total bescheuert. Aber eine wirklich sehr, sehr coole Idee gewesen. Und auch wenn Freddy vs. Jason sehr zerrissen wird, weil es ist einfach ein bescheuerter Metzelfilm, ich finde ihn immer noch sehr lustig. Ja. Apropos lustig, ich habe auch noch eine Komödie, über die ich sprechen möchte. Die versus eine andere Komödie im gleichen Jahr erschienen ist, und zwar im Jahr 2011, Freundschaft Plus und Freunde mit gewissen Vorzügen. Auch schlimme zwei Titel, Filme, aber das ist mir stark aufgefallen. Auch zwei Filme, wo ich am Anfang wirklich dachte, es ist das Gleiche. Du hast auch beide gesehen? Nein. Oh, ich ja. Das eine ist mit Ashton Kutcher. Ja, und mit Ashton Kutcher. Ashton Kutcher und Natalie Portman, und der andere ist Jake mit Gyllenhaal und Mila Kunis. Nein, Justin Timberlake. Ja, aber der Jake Gyllenhaal hat auch so einen Film gemacht, wo wir dürfen nicht. Wahrscheinlich kam er einem anderen. Wahrscheinlich kam er danach raus, um an deren Erfolg zu knüpfen. Ja, Gyllenhaal hat doch auch irgend so einen Film gemacht. Lass mal weniger Sex haben und. Ach so, Love and Other Drugs. Ja, oder das? Keine Ahnung. Aber ich. Ja, genau. Ja, Liebe ist ein sehr beliebtes Thema in Hollywood. Da habe ich wohl mehr Twin-Filme erkannt. Sollte ich auch mal Wikipedia... Aber da geht es doch um eine todkranke Frau. Und nicht nur um eine stumpfe... Ich kenne nur das Bild, wie er eben vor einem Bett sitzt mit einer Frau und sich den Mund voll so, oh, was ist denn hier passiert? Naja, die beiden Filme bringe ich auch relativ häufig durcheinander, denn in beiden Filmen spielen Hauptdarstellerinnen aus Black Swan mit, zum einen Mila Kunis und eben Natalie Portman. Und es bringt Hat mich auch. Hast du den Fakt schon mal gebracht? Nein. Ich glaube zur Black Swan-Folge damals, glaube ich. Dass du Mila Kunis und Natalie Portman nicht auseinanderhalten kannst. Und ich meine, das war wegen dem Film. Ich glaube, den Fakt hast du schon mal gebracht. Ich lese gerade No Strings Attached. Da hat im Original auch erst den Arbeitstitel Friends with Benefits. Das muss dann umbenannt werden. Oh. Ich meine, du hast den Fakt schon mal gebracht, weil du nämlich gesagt hast, du kannst die beiden nicht auseinanderhalten. Irgendwie sowas. Nee. Das Problem hatte ich noch nie. Was hast du? Müssen wir wohl alle Sendungen nochmal durchhören. Jetzt habe ich ja nur gesagt, dass beide in Black Swan mitgespielt haben. Ich weiß, haben. Aber ich meine, du hast... Egal. Naja, und auf jeden Mach, Fall... Nee, nicht wütend, sonst haut sie gleich ab. In Freundschaft Plus spielt eben Ashton Kutcher mit, der, wie man weiß, mit Mila Kunis verheiratet ist. Und das bringt mich auch immer wieder durcheinander. Das Warum weiß auch immer? Weiß man nicht. Verheiratet? Ja, klar. Ja, und haben sogar zwei Kinder. Und vorher war Mila Kunis mit Cracky McCrackjaw, wie heißt er nochmal? Kevin allein zu Hause. Cracky McCrackjaw? Ja, Macaulay Culkin. Danke, genau. Vorher war es mit dem jahrelang zusammen, keiner hat es verstanden.
Wir haben zusammen WoW gezockt. Cracky McCrackjaw. Naja, und Ashton Kutcher und Mila Kunis haben vorher ja auch in Die wilden 70er zusammen mitgespielt. Stimmt, eine sehr gute Serie. Findest und Justin Timberlake mich und... nicht wirklich gepackt, leider. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Pärchen. Wo war ich jetzt hier gerade? Genau, Filme, die ich auch beide gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du auch beide gesehen hast. Ich meine, also den einen haben wir auf jeden Fall schon öfter angesprochen. Christopher Nolan-Werk. Ja. The Prestige kam im selben Jahr wie The Illusionist. Ja, habe ich beide Filme auch schon oft gesehen. Beide haben sehr gute Wertungen bekommen, aber beide sind sich eigentlich gar nicht so ähnlich. Es geht beides um Zauberer Magier im 19. Jahrhundert. Das ist schon vom Setting her etwas, was nicht so oft in Hollywood vorkommt. Deswegen ähneln die sich sehr. Eine mit Edward Norton, das andere mit Christopher Nolan und Hugh Jackman. Prestige ist halt der All-Time-Favorite-Klassiker von beiden. Dagegen stinkt Edward Norton ein bisschen ab, wobei ich den Film keineswegs schlecht finde. Ich finde aber, ist bei The Illusionist, hat der nicht am Ende wirklich irgendwelche tollen Zauberkräfte? Ja, es geht doch um diese Geistererscheinung auf der Bühne immer, wo er irgendwann seine Frau kommt. Also ich weiß, sowas, ne? Also ich dachte eben, dass bei Illusionist hat er nämlich, irgendwas ist dann eben doch ein bisschen übernatürlich. Und bei Prestige doch auch. Die Klonmaschine. Also, ja, aber das ist ja theoretisch Technologie. Also das da, also ich finde beide sehr... Im Vergleich... das ist meine, so schreibe ich meine Kritik. Der Film kriegt 3. Im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir gerade eben angesprochen haben, waren die beiden überhaupt nicht so erfolgreich. Die Illusionists schaffte gerade mal 87 Millionen und The Prestige gerade mal 109. Ja, aber das sind jetzt auch keine großen Blockbuster. Ist jetzt nicht, aber das ist sogar weniger als Michael Ants damals schaffte. Ja, das sind Kinderfilme. Kinder mehr Geld. Gibt es so viele Kinder? Wie viele Zauberer gibt es denn? Reichlich, ja, aber du musst überlegen. Kinder Zauberer. Also es gibt... Guter Einwand. Es gehen mehr Erwachsene als in Kinderfilme als Kinder in Erwachsenenfilme. Der sagt nicht, verboten ist. Papa, der neueste Film von Christopher Nolan kommt raus, den muss ich sehen. Da geht's aber um Zauberkunst. Guck mal, da sind Ameisen auf der Leinwand. Also mir haben beide Filme gut gefallen. Die Prestige haben wir, glaube ich, schon etliche Male angesprochen hier. Ich glaube, The Illusionist hat mir damals nicht so gut gefallen, aber ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, der Twist am Ende hat mir nicht gefallen. Ja, weil ich glaube, der war zu übernatürlich dann. Kommen wir dann stattdessen zu einem Film, den wir auch vor kurzem erst angesprochen haben, in unserem tollen Scarlett Johansson Talk nicht, sondern in unserem Charlize Theron Talk, und zwar The Road, der für 5 Minuten Charlize Theron zeigt, bevor er sagt, ach übrigens, sie ist wahrscheinlich tot, der gleichzeitig rauskam mit The Book of Eli. Ja, beide eine postapokalyptische Welt, in der die Leute. Protagonisten versuchen zu überleben. Wer hat die Hauptrolle gespielt? Denzel Washington? Ja. Ja. Habe ich beide gesehen auch. Ich habe Book of Eli nicht gesehen. Nicht so ähnlich, weil Denzel Washington ballert sich ein bisschen durch die Gegend, während Viggo Mortensen nur durch die Gegend läuft und sich versteckt und sagt, fuck, einen Einkaufswagen schiebt. Mit seinem Sohn zusammen. Relativ unspektakulärer Film, der trotzdem sehr cool ist. Relativ ruhiger Film, The Road. Ja, passiert und nicht viel. Rennen weg und sagen, oh, guck mal, die essen Menschen. Book of Eli. Geht's da auch um Kannibalen? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich die durch... Man bringt die echt durcheinander, diese Kopiefilme. Den habe ich... ich habe Book of Eli nicht gesehen. Ich habe noch vor 7 Jahren gesehen, Knabe. Ah. Ich weiß, dass... das spielt in der postapokalyptischen Welt. Aber wir können ja zu Denzel Washington, Denzel Washington einmal eine Brücke nach ein bisschen weiter vorne bauen. Und zwar hat er ja in The Exterminator, jetzt muss ich einmal noch nachgucken, weil ich versuche das gerade aus meinem der Kopf zu machen. Der steht nicht auf meiner Liste. Doch, doch, da steht da drauf. Entschuldigung, dass du meine Liste besser kennst. Keine Zickereien hier, ja. Equalizer, Entschuldigung, The Equalizer. Und das kam im selben Jahr wie John Wick. Ich wollte The Equalizer noch als Vorbereitung für diesen Film gucken, hab's aber dann leider nicht geschafft. Ich meine aber, dass es trotzdem großen Unterschied macht, weil The Equalizer ist, glaube ich, doch ein bisschen ähnlicher so wie die Taken-Filme vom Stil her. Und John Wick ist an sich halt, wenn der Film gemacht ist, mit den langen Plansequenzen und sowas schon deutlich anders und meiner Meinung nach ein bisschen revolutionärer als die Equalizer, was einfach nur noch ein Actionfilm mit Denzel Washington John ist. John Wick ist auch da wieder der Way to go. Wir hätten eigentlich immer einen klaren Sieger bestimmt. John Wick. Ja, stimmt. So, jetzt rückwärts, alle Filme nochmal. Elena hat noch einen wichtigen Film. Ja, ich habe nämlich auch noch einen zu Charlize Theron. Denn im Jahr 2012 kam sowohl Snow White and the Huntsman raus, wo Charlize Theron eben die böse Königin spielt, und Spieglein, Spieglein. Die in der wirklich Hauptrolle wahre mit, Geschichte von Schneewittchen. In der Hauptrolle mit Julia Roberts. Ich schmeiß den Film jetzt einfach mal in den Raum, da ich mich jetzt auf die Suche nach anderen Twin-Films begebe. Und ihr könnt weiter darüber quatschen. Ich habe beide Filme gesehen.
Ich als alter, das war ja das große Jahr der Märchen, muss man quasi sagen. Und ich als großer Freund von imposanten Kostümen und märchenhaften Geschichten habe angefangen mit, lass mich lügen, ich glaube, es war Spieglein, Spieglein, was ein netter Film war, wohingegen Snow White and the Huntsman eher in die Richtung Fantasy-Action geht. Echt? Ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, also ich dachte, dass dir der andere mehr gefällt. Ich dachte, weil Spieglein, Spieglein sagt mir gar nichts. Ja, Spieglein, Spieglein ist eher eine Komödie. Ja, hat einen relativ bekannten Regisseur, das Name mir gerade nicht einfällt, den du mir aber bestimmt innerhalb von 10 Sekunden rausballerst. Weil Julia Roberts, meinst du? Julia Roberts war nicht der Regisseur. Komisch. Wie gesagt, die Hauptdarstellerin, ne? Und die spielt die böse Königin, die ein bisschen sauer ist auf die gute Schneewittchen. Das Märchen sollte ja allen bekannt sein. Und Lily Collins als Stieftochter muss halt ausbaden, was also los ist, und verbündet sich mit kleinwüchsigen Zwergen und kämpft gegen die böse Königin. Wobei Snow White and the Huntsman, wie der Name schon sagt, sich mit dem Jäger verbündet. Und das Ganze hat auch eine unglaublich unnötige Fortsetzung bekommen, die ein Prequel bildet, wo es dann um The Huntsman and the Ice Queen geht, weil Kristen Stewart als Snow White gesagt hat, nein. Der Regisseur von Mirror Mirror ist Tarsem Singh. Ach genau, ja. Was mir relativ bekannter sagt. Regisseur, hat schon mal so bunte Filme, hat er nicht The Fall gemacht oder sowas? Ja. Ja, ja, also relativ knallige Farben und imposantes Setting und Effekte, und so kann man sich auch Spieglein, Spieglein vorstellen. Eben, und im Gegenzug dazu ist der andere Film relativ düster und grau und ja, Snow White, böse. Also Schneewittchen trägt auch immer eine Rüstung und nicht hübsche Kleider. Also wer Kleider will, guckt sich Spieglein, Spieglein an. Wer Kämpfe will, Snow White and the Huntsman. Markus war empört. Also ich habe gedacht, wo sind die schönen Kleider? So heiratest du nicht, junge Dame. Wo ist der Prinz für dich? Ja, ich würde einmal jetzt den Sprung machen, im selben Jahr übrigens. Elena, auf Wiedersehen, Elena. Ich will gar nicht Tschüss sagen. Elena verzieht sich einfach. Wird Tschüss gerufen. Und zwar ein Film, den du schon öfter angesprochen hast, als Kopie, als relativ lustige Kopie im selben Jahr. Lincoln. Und schön, dass wir dieselben Filme rausgearbeitet haben. Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Auch hier habe ich beide geguckt und ja, das ist vergleichbar, haben diese beiden Filme nichts miteinander zu tun. Das eine ist Daniel Day-Lewis als sklavenbefreiender Abraham Lincoln, der für eine bessere Welt kämpft, wohin auf der anderen Seite auch für eine bessere Welt gekämpft wird, denn eine vampirfreie Welt bietet sich auch ganz gut an. Ich weiß gar nicht mehr, wer hatte bei Abraham Lincoln Vampire Hunter nochmal die Hauptrolle gespielt. Das haben wir doch letztes erst nachgeschaut. Ich weiß noch gar nicht, warum wir letztes Mal noch mal über Lincoln gesprochen haben. Die besten US-Präsidenten hatten wir im Talk. Ach, stimmt. Und da hat Lincoln richtig zugeschlagen und Sklaven befreit. Brauchte zwar zwei Filme dafür, aber das ist schon eine imposante Leistung, muss ich sagen. Benjamin Walker war der Hauptdarsteller. Ja, guck mal, ein Mensch, den niemand kennt. Also ich kenne ihn nicht. Wenn ich hier einen Sieger wählen müsste, würde es mir leicht fallen, und ich würde sagen, es ist Lincoln von Steven Spielberg mit Daniel Day-Lewis in der Hauptrolle. Weil ist, der ist ein eher Theaterschauspieler anscheinend. Ja gut. Vampire Hunter von einem russischen Regisseur, dessen Namen ich gerade nicht auf die Reihe kriege. Ich würde ihn im Leben nicht ein zweites Mal gucken. Ist okay, wenn man da sieht, wie Abraham Lincoln Axt schwingt, auf Vampirjagd, Zombiejagd geht, aber nee, das ist dann doch etwas speziell. Ich würde sagen, wir bleiben trotzdem nochmal im selben Jahr. Und ich glaube, da habe ich einen Film gesehen und du den anderen. Battleship und Pacific Rim. Stimmt, habe ich mir nicht notiert, weil ich Pacific Rim noch nicht geguckt habe. Aber du hast Battleship gesehen, richtig? Battleship mit Riri, genau. Geguckt. Ich habe Pacific Rim gesehen, aber nicht Battleship. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die richtige Wahl getroffen. Ich hätte lieber eine Partie Schiffe versenken spielen sollen, weil Battleship ja eine Brettspielverfilmung des beliebten Schiffeversenkens ist, und so auf dem Niveau könnt ihr euch auch die Story vorstellen. Alles, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass große Schiffe mit Rihanna besetzt gegen böse Sachen kämpfen. Ich hatte ehrlich gesagt auch nicht auf dem Schirm, dass das ein irgendwie ein Twin-Film zu Prometheus sein soll. Prometheus? Pacific Rim. Weiß ich gar nicht, warum eigentlich, weil die gegen Außerirdische kämpfen beide so. Und große Monster? Sind das nicht große Monster in Battleship? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Der Film ist auch belanglos. Also wenn ihr einen von den beiden Filmen gucken wollt, guckt Pacific Rim. Deutlich mehr einen Blick wert, würde ich mal sagen. Hast du gerade noch einen interessanten Twin-Film? Also ich habe auf meiner Liste sogar noch fünf Filme. Und einen hat man davon auch schon mal angesprochen, den ich extra für unseren Talk nachgeholt hatte. Wir sind jetzt im wilden Jahr 2014. Denn da kam einmal raus The Legend of Hercules. Und Herkules.
Und ein billiger Film namens Hercules Reborn, von dem wahrscheinlich noch niemand gehört hat. Also ich weiß, dass Hercules, also es gibt ja einmal den mit Dwayne Rock Johnson. Den habe ich gesehen, genau. Und der andere Hercules ist mit einer der schlechtest bewertesten Filme auf Rotten Tomatoes aller Zeiten. Ernsthaft? Ich glaube ja. Da habe ich ja hier die richtige Wahl getroffen, denn bei mir geht es darum, dass Dwayne Rock Johnson in der Rolle des Halbgottes Hercules mit seiner Armee von furchtlosen Kriegern in eine Schlacht mit geringer Erfolgschance zieht. Und ja, das Ziel ist es, das Reich vom teuflischen Reseus zu befreien, der für Tod und Verwüstung im ganzen Land sorgt. Und ja, da zieht er halt mit seiner bunten Truppe an Kriegern los und nimmt halt diesen Kampf auf, wohin im anderen Film The Legend of Hercules, der glaube ich damals sogar in 3D erschienen ist, Kellen Lutz wegen, ich weiß gar nicht, was er in dem Film machen muss, der muss halt auch Hercules der muss, sein. Der muss halt, lebt im Exil und kämpft da wahrscheinlich um seine wahre Bestimmung zu erfüllen und in den Olymp aufzusteigen. Ja, habe ich nicht gesehen. Wie Freddy schon gesagt hat, unglaublich schlecht bewertet. Und Hercules Reborn habe ich noch nie von gehört. Die Wertung von... grandiose 3%. Nein. Legend of Hercules, also... Trotz 3D? Ihr hattet bestimmt 3% für 3D. Also von 76 Reviews waren 2 fresh. Die haben wahrscheinlich falsch angegeben, wie die Wertung ist. Ja, keine Ahnung. Kurz reingeschmissen, hier, abseits vom Thema Lady Bird, hat einen neuen Rotten Tomatoes-Rekord aufgestellt mit den meisten Fresh-Bewertungen, irgendwie 100% Fresh. Oh. Aber dazu wahrscheinlich in einer nächsten Sendung mehr. Einen der relativ lustigen, gleichzeitig auch, die zur selben Zeit rausgekommen sind, This is the End. Und The World's End. Und da gab es auch noch einen dritten dazu. Der hieß Apocalypse Palooza, irgendwie sowas. Muss ich jetzt einmal schon nachgucken. Beides halt um das Weltende. Das eine ist das Finale der Cornetto-Trilogie von Simon Pegg und Nick Frost, die da ähnlich wie in dem anfangs erwähnten Girls' Night Out-Trip mal wieder mit ihren alten Freunden sich zusammentreffen für ein letztes großes Besäufnis und am Ende des Films soll die Welt halt untergehen. Wohingegen in This is the End James Franco und sein Kollege Seth Rogen zu einer Party einladen und auch die Welt untergeht, oder? Den hast du ja gesehen. Hast du den nicht gesehen? Immer noch nicht, leider nein. Ich finde den sogar relativ witzig. Simon Pegg geguckt. Der Film ist schon, also ich habe World's End leider nicht gesehen. Hast du nichts verpasst. Ja, ich wollte den halt schon immer mal gucken, aber du sagst halt... Ich sag, du hast nichts verpasst. Ich möchte den aber trotzdem gucken. Wenn das okay ist. Ja, gut. Ich versuche immer noch rauszufinden. Genau, Rapture Palooza. Lustigerweise nämlich auch mit Craig Robinson, der große schwarze Herr aus unbedingt unter anderem auch The Office, der eben auch in This is the End mitgespielt hat, hat in Rapture Palooza 2013 wirklich einen Film mit Anna Kendrick zusammen rausgebracht, wo es auch wieder um das Ende der Welt geht. Aber relativ Indie unbekannt, oder? Ja, gut. Anna Kendrick-Filme waren halt damals nie besonders so groß, oder? Oh, Up in the Air mit George Clooney. Oder Pitch Perfect. Das sind ihre alles neuere Filme. Jetzt. Names to go. Fand ich damals auf jeden Fall auch sehr lustig, dass Craig Robinson eben in beiden. Ich habe hier noch zwei dicke gleiche Filme, von denen ich leider beide nicht gesehen habe. Vielleicht kannst du was dazu reinschmeißen. Das ist wieder so ein richtig in die Fresse, da ist einem aufgefallen Kopie. Und zwar ist das im Jahr 2013 Olympus Has Fallen und White House Down. Beide Actionfilme über Terrorattacken im Weißen Haus. Habe ich mir auch notiert. Witzigerweise, der eine ist, sind die beide. Eine ist Channing Tatum besonderes. Und Jamie Foxx. Eine mit Gerald Butler, ne? Und Jeff Daniels. Der nette Herr aus Dark Knight. Der etwas ältere, der Two-Face, oder? Ja, ja. Den ich immer mit Jeff Daniels verwechsel. Ich weiß auch nicht mal warum. Ist komisch. Weil die sich nicht ähnlich sind. Ja, das ist ja das Ding. Aber irgendwie. War nicht einer so, nee, war der eine von Roland Emmerich da? Fragst. Ich hab's doch mit Roland Emmerich irgendwie. Aber da geht auch so viel kaputt. Und wenn viel kaputt geht, habe ich im Kopf, da muss Roland Emmerich doch seine Fingerchen im Spiel irgendwo gehabt haben. Aaron Eckhart meinte ich natürlich. Hier. Ich verwechsel den immer mit. Immer mit Jeff Daniels. Die sehen sich vor allem wirklich nicht besonders ähnlich. Nee. Morgan Freeman natürlich übrigens auch in dem Film. Olympus Has Fallen. Auch als Präsident Morgan Freeman? Nee, Aaron Eckhart ist der Präsident. Ach ja, Entschuldigung. Ja, klar ist, Jamie Foxx ist der schwarze Präsident in den Filmen, ne? Antoine Fuqua ist auf jeden Fall der Regisseur hinter Olympus Has Fallen. Und hinter White House Down ist der Regisseur
Roland Emmerich. Ja, guck, ja, wenigstens jetzt mal wieder ein Roland Emmerich aber von mir angehört. Olympus Has Fallen hat ja auch die tolle Fortsetzung bekommen mit London Has Fallen. Ja, das ist ich meine, Olympus Has Fallen ist allgemein der bessere Film, hat, glaube ich, bessere Kritiken bekommen, weil White House Down dann doch eher so ist, ich bin Jamie Foxx, ich bin zwar der Präsident, aber ich bin auch ein ganz schön kühler Typ. Und ich glaube, das übernimmt dann so ein bisschen die Idee, dass der Präsident in Gefahr ist, sondern dass einfach nur Jamie Foxx in Gefahr ist. Ja, naja. Ich habe beide nicht gesehen, es sind beide wahrscheinlich relativ etwas hohlere Actionfilme, wo man jetzt das erwartet, was man kriegt. Ich würde übrigens, das kriegt, was man erwartet. Ich würde hier keine Horrorfilme ansprechen, die sehr, sehr ähnlich sind. Gibt es recht viele, sowas wie Friend Request und Unfriended, ja. Cave Descent gibt es relativ, weil halt, ja, Horror ist halt gleich Horror. Kommt, Sinister, Insidious. Der ganze Scheiß, der durch Paranormal Activity losgetreten wurde, dann auch mit Quarantäne und sowas. Ja. Gibt es auch viele Filme, die sich da extrem ähnlich sind. Wenn man da anfängt, glaube ich, wird man da heute nicht mehr fertig. Was mir so gar nicht aufgefallen ist, wo wir vorher bei Animationsfilmen noch waren, Despicable Me und Megamind. Ja. Zwei Animationsfilme, die zur selben Zeit rausgekommen sind und einen Bösen als Hauptdarsteller haben. Ach guck mal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe auch beide geguckt. Megamind, gesprochen, glaube ich, von Will Ferrell, oder? Ich glaube, ja. Im Original, ja. Im Deutschen von Christoph Maria Herbst. Da ihr, ja, guter Mann, da ihr von Megamind nichts mehr gehört habt, haben wohl auch die Minions da das Rennen gemacht, oder? Deutlich, natürlich, aber was genau das war halt das, was übernommen hat am Ende. DreamWorks, Megamind, oder? Ich glaube ja. Das andere ist auf jeden Fall Illumination Entertainment. Genau, die haben ja auch eine eigene Sendung bei uns. Klickt euch da mal durch. Ansonsten ja, DreamWorks Animation hat ja durch Shrek und Kung Fu Panda stärkere Reihen als Megamind mit seinem großen blauen Kopf, der als böser Held doch eigentlich auch nur gut sein will. Hast du jetzt noch irgendwelche... Zwei dicke Dinge habe ich noch. Echt? Und zwar sind 2006/2007 zwei Zodiac-Filme erschienen. Ja, das habe ich auch gesehen, aber ich habe halt den einen Film nicht gesehen. Ich habe auch nur das David Fincher-Werk geguckt, was du ja relativ gut fandest. Ich ein bisschen langatmig. Aber da man den zweiten auch noch nie wirklich gehört hat, denke ich mal, sprechen wir den jetzt nicht weiter an. Und beenden meine Liste mit zwei Filmen, die sind innerhalb von zwei Jahren rausgekommen, im Abstand, aber trotzdem ein bisschen Leichenschändung betrieben haben. Und zwar 2013 und 2015 Jobs und Steve Jobs. Ach jo! Die Biopic über den Apple-Gründer Steve Jobs. Der eine wurde jedoch relativ zerrissen, weil man im Endeffekt offensichtlich einfach nur Ashton Kutcher genommen hat, weil er ein bisschen aussieht wie Steve Jobs. Genau, den der Film andere hab ich haben gesehen. Sie gesagt, vielleicht brauchen wir den guten Schauspieler. Und Michael Fassbender, ne? Den alten Fassbender genommen, hat gesagt, du zieh dir mal einen Rollkragenpulli an und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Und der ist wohl deutlich besser, auch mit Seth Rogen als Steve Wozniak. Ich wollte Jeff Trent Reznor sagen, aber das ist ja, aber Musiker. Der mit Michael Fassbender hat auch so eine relativ rückblendartige Erzählstruktur, wo es eigentlich nur um einen Auftritt von Steve Jobs geht. Ich dachte, es geht um drei Auftritte und oder so. Weil ich weiß, der Film mit Fassbender ist ja von einem bekannten Regisseur. Ja, da haben wir einen Talk schon drüber gemacht. Echt? Ja. Ron Howard oder sowas? Nein, wir haben keinen Ron Howard-Talk gemacht. Im Kopf haben wir viel über Ron Howard getalkt. Ich habe auf jeden Fall den Ashton Kutcher-Film geguckt, der auch, ich glaube, als erstes rauskam, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, Danny Boyle meine ich natürlich. Danny Boyle, danke. Danny Boyle, ja, auf jeden Fall Ashton Kutcher, locker, flockig, sympathisch, erzählt die ganze Biografie des Apple-Gründers und ist nett. Ich habe den Film zwei Tage später gefühlt schon wieder vergessen gehabt. Also mehr ist es nicht. Also Steve Jobs ist dann der von dem... Jobs, von Danny Boyle? Genau, Jobs mit kleinem J und großen O oder sowas ist von... ich weiß gar nicht, wem das war. Also ich meine auf jeden Fall, dass Steve Jobs eben von Danny Boyle hat drei Geschichten, weil er nämlich dreimal auch die Kamera quasi wechselt. Einen sehr, sehr unterschiedlichen Stil, sehr, sehr unterschiedliches Grading auch immer dann gibt für die, okay, für die unterschiedlichen Zeiten. Unterschiedlichen Zeiten. Aber es spielt immer um eine Pressesequenz, immer so Pressekonferenz, ich kann ja gar nichts mehr sagen, rund um so eine Pressekonferenz und was halt hinter den Kulissen passiert alles, was er eben für Konflikte eben mit Steve Wozniak, mit seiner Familie, Frau, Kind und sowas hat und dann kommt er auf die Bühne und sagt, hey, Steve hier, neues iPhone für euch, und jetzt arbeite ich für Pixar. Der hat Pixar gegründet. Hat er? Pixar Studios von Steve Jobs, ja. Ach fuck, ich dachte, er ist da noch hingegangen. Nein, der hat das, glaube ich, gegründet, meine ich. Lernen wir wieder am Ende was. Ja, das waren aber auch meine Filmkopien, die ich gesehen habe zum großen Teil. Gibt natürlich noch tausende mehr. Es ist erschreckend, dass wir allein, ich glaube, diesen Jahr, jetzt haben wir jetzt drei, vier
Doppelfilme aufgezählt, das ist auch nicht ein Trend, der irgendwie abzureißen scheint. Ja, es ist, wie gesagt, ich habe halt oft den Eindruck, es ist so eine, Hollywood ist halt in vielen Stellen einfach nur so, man denkt ja wirklich nur noch in Ideenarmut herrscht da. Also ne, man denkt halt so ziemlich in Mustern, ne? Mustern. Schubladen. Ist ja, man hat halt einfach feste Ideen, die man so verläuft und dann, wenn alle Studios so arbeiten, läuft es halt früher oder später darauf hinaus, dass man halt dasselbe rausbringt. Oft ist es natürlich so, dass bei Fast and Furious zum Beispiel, damals war es auch so, boah, wir machen schnelle Rennen, da können wir auch noch was drüber machen und dann hat man schnell mal Motorräder unter die Leute gepackt. Hard am Limit. Und dann einfach auch noch einen Film drüber gemacht. Klar, das gab es auch schon öfter. Gibt es auch meiner Meinung nach immer sehr, sehr viel in der Animationsrichtung. Aber wenn man dann halt über dreckige Kopien dann nur noch redet, dann kann man auch direkt noch The Asylum ansprechen. Ja. Weil das sind dann aber auch keine Twin-Filme mehr, das ist einfach nur noch eine billige Kopie mit einem neuen Cover. Aber ich glaube, bei Animationsfilmen ist es auch echt diese Art von wegen Pixar, meistens Disney Pixar, gibt eine Technik vor, von wegen, wir haben jetzt Unterwasseraufnahmen hingekriegt und andere Studios sagen, ah, das ist neu, das ist cool, das machen wir auch. Wir haben jetzt Tiere animiert bekommen, gut, ah, das machen wir auch. Da habe ich aber auch zum Beispiel auch den Eindruck, dass man einfach sieht, bei Animationsfilmen, da gehen die Leute halt einfach rein, weil Kinder wollen einfach Filme gucken und Kinder sind nicht besonders... Süß und knuffig zählt da. Ja, Kinder sind halt nicht, die sagen, also Sing hat mir nicht so gut gefallen, weil die Geschichte über den Koala-Bär nicht so interessant war. Nee, das bin eher ich. Die Kinder sagen einfach, boah, mehr animierte Tiere. Die Filme dürfen nicht zu lang sein, damit die Aufnahmespanne der Kinder nicht überfordert wird. Was Coco aktuell ein bisschen das Genick bricht, wie ich gelesen habe. Denn der Film hat sowieso schon, der wird gehypt bis zum geht nicht mehr, hat aber eine krasse Länge mit, was weiß ich, gefühlt 2 Stunden und hat vorher noch einen Kurzfilm, Olaf taut auf, der auch über 20 Minuten geht. Der, das ist eine relativ lustige Geschichte, hast du das Roland taut auf mitbekommen? Weil Olaf taut auf? Olaf, habe ich Roland gesagt? Ja. Ich habe Roland gesagt. Roland taut auch auf übrigens. Aber die Idee war ja im Endeffekt, dass Disney Angst hatte, dass sie keine Leute in diesen Film reinbekommen, weil keiner interessiert sich für Mexikaner. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, dann packen sie eben noch diesen Vorfilm davor und vielleicht kriegen sie dadurch mehr Leute, die halt in den Vorfilm nur sehen wollen und dann ins Kino gehen. Und jetzt beschweren sich alle, was da für ein falscher Film läuft. Jetzt wird eben in Mexiko teilweise der Vorfilm hinter den Film geschoben, weil die Leute Coco sehen wollen und kein Interesse an diesem Kurzfilm haben. Ist doch jetzt schon der erfolgreichste mexikanische Film oder sowas. Ja, ja. Das letzte, was ich gehört habe, nur in Pesos. Ah. Und in Dollar ist es noch Avengers oder sowas. Also das hat sich noch, ich kann aber sein, dass sich das noch geändert hat. Und bevor Markus hier das Studio auseinanderbaut. Coole Fakt noch rauszuhauen, der Avengers-Trailer nach 24 Stunden der erfolgreichste Trailer aller Zeiten bis dato mit 250 Billiarden Views. Ich verstehe das momentan aber auch nicht. Irgendwie bricht doch jeder neue Trailer alle Rekorde. Der alte Rekord war von S gehalten, also nicht so lange, wie ihr raushört. Ja, das Internet wird groß, die Menschheit wird größer. Weiß nicht. Avengers 2 spätestens wird den Trailer wahrscheinlich dann wieder den Rekord brechen, aller spätestens. Weißt du, was uns nächste Woche erwartet? Ein wahrscheinlich wieder rekordbrechender Film. Bestimmt ein richtig cooles Thema. Das leider nicht, aber natürlich auch ein super cooles Thema. Aber was könnte dann der vielleicht meist erwartetste Film auch dieses Jahr werden? Wie Star Wars? Jahr? Star Wars 8, die letzten Jedi. Machen wir wieder einen Star Wars Talk mit unserem nicht vorhandenen Wissen? Wir haben halt schon Star Wars Talk gemacht. Können einfach nochmal den, also mehr Informationen als das bringst du wahrscheinlich eh nicht. Weniger aktuell wieder, glaube ich. Hast weniger. Wieder alles vergessen. Alles verdrängt. Star Wars 8, die letzten Jedi startet in der kommenden Woche, aber auch ein tolles französisches Werk, Lieber Leben, was wir natürlich schon gesehen haben, wir als große Fans der französischen Indie-Produktionen. Ui, und Baguette. Rassistischer Markus ist heute wieder am Start. Und natürlich den Film, den du schon vorher erwähnt hast, Ferdinand geht stierisch ab. Startet auch. Was ist unser Thema dann bitte? Unser Thema ist eigentlich Autobiografien oder zum Beispiel biografische Filme, weil er lieber leben. Wegen den letzten Jedis. Nein, weil ja lieber leben der Regisseur quasi seine eigene Geschichte verfilmt hat, als ich sitze zeitlang im Rollstuhl und merke dann, dass das gar nicht so viel Spaß macht. Auf was für clevere Themen wir manchmal kommen. Chapeau vor uns und dir. Absolut. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch vielen Dank von Elena. Und ja. Danke, Leute. Ach, da war sie wieder. Ich hab, glaube ich, auch letztes Mal deine Stimme nachgemacht, als du nicht da warst. Ja. Deswegen, ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, alles gut. Adieu.